Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur mittlerweile schon 15. Folge von Minecraft schnell und einfach. Heute werde ich euch zeigen, wie man in Minecraft die Elytra findet und wie man sie benutzen kann. Viel Spaß! Mit einer Elytra kann man im Minecraft Survival fliegen und so extrem schnell reisen, denn das Fliegen mit einer Elytra ist sehr viel schneller als das Laufen, Schwimmen oder auch Reiten und sogar deutlich schneller als das Fliegen im Creative-Modus. Um eine Elytra zu bekommen, müsst ihr genau wie für den Drachenkopf im Ende eine große Endsiedlung finden, wo es ein Schiff gibt und dann eben auf dieses Schiff raufkommen, denn dort gibt es im Innenraum des Schiffes, wie gesagt, eine Elytra in so einem Itemframe, das könnt ihr dann einfach mitnehmen und dann habt ihr eben eine Elytra. Wenn ihr nicht wisst, wie man so eine Endsiedlung findet oder an sich ins Ende kommt und so weiter, dann empfehle ich euch meine anderen Videos dazu, die sind in der Beschreibung verlinkt, falls euch das, wie gesagt, interessiert. Um eine Elytra jetzt zu benutzen, braucht ihr Feuerwerkskörper. Die sind ziemlich einfach zu craften, dafür braucht ihr nur Gunpowder und ein Blatt Papier. Ansonsten habe ich schon mal eine automatische Raketenfarm, glaube ich, gezeigt in einem Video, werde ich euch auch mal verlinken. Und was ihr noch braucht, ist für eine Elytra am besten eine Verzauberung, beziehungsweise zwei Verzauberungen, denn normalerweise halten Elytren nämlich nur 7 Minuten und 10 Sekunden und gehen dann halt schon kaputt. Und deswegen solltet ihr zum Beispiel Haltbarkeit 3 auf jeden Fall auf eure Elytra packen und auch Mending am besten, damit ihr halt die Elytra immer wieder erneuern könnt, quasi mit Erfahrungspunkten. Wenn ihr nun fliegen wollt und das vorher noch nie gemacht habt, dann müsst ihr zunächst einmal die Elytra anziehen und das bedeutet, ihr müsst euren Harnisch aufgeben quasi und dafür die Elytra dann auf die Brustplatten, auf den Brustplatten Platz im Inventar quasi legen und dann habt ihr die Elytra schon mal ausgerüstet und was ihr jetzt machen müsst, ist von einer Erhöhung runterspringen und während ihr fallt die Leertaste drücken bzw. den Hüpfbefehl und dann könnt ihr eben gleiten mit der Elytra. Am besten probiert ihr das Ganze, indem ihr euch irgendwie erhöht hinstellt, zum Beispiel auf einen Baum oder auf eine Klippe oder auf ein Hochhaus oder sowas, wo dann unten noch Wasser ist. Das bedeutet, falls ihr es halt nicht schafft zu fliegen, dann landet ihr wenigstens im Wasser und müsst nicht sterben. Aber an sich ist das ganz einfach, ihr müsst nur vielleicht darauf achten, dass ihr beim Springen oder beim Runterspringen eben nicht wirklich springt, sondern einfach nur runter geht quasi und dann während des Fallens eben die Leertaste drückt bzw. den Sprungbefehl, damit ihr dann anfangen könnt zu gleiten. Die Raketen, die ich gecraftet habe, dienen jetzt dazu, quasi dem Flug nochmal ein bisschen Schwung zu geben und nochmal zu beschleunigen. Denn normalerweise würde man jetzt ganz einfach gleiten, wie so ein Papierflieger, der so langsam auf den Boden wieder gleitet. Allerdings, wenn ihr denn eine Rakete benutzt, ist das so, als würdet ihr nochmal extra Anschwung bekommen oder nochmal irgendwie einen Speedboost kriegen und könnt dann nochmal nach oben fliegen und bekommt halt nochmal ein bisschen Geschwindigkeit und könnt dann dementsprechend noch sehr viel mehr fliegen. Und am besten benutzt ihr die Raketen nicht alle auf einmal und spammt Rechtsklick, sondern ihr benutzt sie halt hin und wieder, wenn ihr es auch wirklich braucht. Wenn ihr halt irgendwie zu dicht am Boden seid oder sowas und halt nochmal wieder ein bisschen an Höhe gewinnen wollt, dann solltet ihr die benutzen, denn ansonsten gehen die halt relativ schnell leer. Das Fliegen mit der Elytra braucht jetzt etwas Übung, genauso auch wie das Landen. Und beim Landen solltet ihr darauf achten, dass ihr möglichst flach landet, also in einem flachen Winkel, so ähnlich wie das die Flugzeuge machen. Denn wenn ihr jetzt in einem Sturzflug zum Beispiel landen wollt, dann könnt ihr euch vorstellen, in der echten Welt, wenn ein Flugzeug so einen Sturzflug macht, geht's kaputt. Und so ist es in Minecraft auch, dann geht ihr nämlich kaputt und ihr kriegt Fallschaden. Und dementsprechend solltet ihr halt möglichst flach landen und wie gesagt einfach ein bisschen üben, dann klappt das schon. Und wenn ihr genug geübt habt, dann könnt ihr auch von nicht so hohen Gebäuden oder Bäumen oder sowas erst losspringen und fliegen, sondern ihr könnt halt direkt eigentlich jeden Block benutzen, um halt die Elytra dann zu starten. Und ihr braucht halt keine große Höhe mehr, von der aus ihr starten müsst, sondern könnt das halt quasi aus dem Stand heraus machen. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, denn wie gesagt, man kann damit sehr schnell reisen mit der Elytra. Und man kann damit auch, was natürlich immer cool ist, im Survival mal seine Welt von oben sehen. Das ist ja auch so ein Anblick, den man sonst nicht immer hat. Und dementsprechend ist das eine ganz coole Sache und wie gesagt, mit ein bisschen Übung solltet ihr das alle auf jeden Fall hinbekommen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Flügel in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren, das geht genauso schnell und einfach wie dieses Tutorial hier. Es würde mir auch sehr viel helfen und würde mich freuen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, wie gesagt, Hashtag Flügel in die Kommentare. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.